Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Ozon mit dem OI 82. Guten Tag. Der mit seiner formschönen Brille hier. So, wir haben uns gerade eben unterhalten und haben gesagt, wir machen jetzt ein bisschen hier weiter im Punkt Immersive Technology. Und zwar brauchen wir zuerst ein Engineer's Manual. Engineer's Manual, hier schon offen. Ein Buch und ein Lever. Kriegen wir, glaube ich, hin. So, das Buch. Da gibt es zwei Rezepte dafür. Wir machen mal das mit Leder, da wir gerade ein bisschen Leder da haben. Ein Lever hat er mal gerade zugeschmissen. War er nicht zufälligerweise noch? War in meinem Inventar vergammelt. Okay. So, dann haben wir das Engineer's Manual. Und jetzt müssen wir uns noch ein Engineer's Hammer bauen. Das wird aber, glaube ich, schwer werden. Ein Engineer Hammer. Das ist String, Iron und Sticks. Kriegen wir das hin? Wenn wir Eisen haben, schon. Apropos, ich bin euch noch vom letzten Mal noch was schuldig. Natürlich bauen wir die Maschine auch noch, ist klar, ne? Aber er bewirft mich hier mit Sticks. Stockt. Genau. Haben wir noch Strings da? Bei der Baumfarm. Ja. Oh. Hübsch gewachsen. 7 Würmer. Einen brauchen wir aber bloß. Mehr brauchen wir nicht. Ich glaube, das ist ein Bindfaden, um das Eisen an die Stöcke heranzubinden, kann das sein? Zumindest kommt mir das so vor. Vom Rezept her. Aber gut, So. Würde Sinn machen. Jo. Wobei, ich weiß nicht, ob zwei Eisenbarren mit einem Bindfaden. Naja, okay, gut. Wir diskutieren jetzt hier nicht über Sinnhaftigkeit von Rezepten. Haben es geschafft und klicken auf ein Reward Bag und wir erfreuen uns wieder an einem Basic Reward Bag. Aerotherium Dust und eine Aerial Faith Plate. Whatever das ist. Portal Gun. Keine Ahnung, wofür das Ding ist. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Und wir haben keinen Platz mehr für unseren Müll. Wir brauchen dringend AI. Ja. Entschuldigung. Aus Versehen aufgenommen. So, den Chance Cube da rein. Was haben wir noch alles da? Das da, das und das. Packen wir mal da rein. Rest behalten wir mal am Mann. Genau, behalten wir mal am Mann. So, weil nächste Quest, die wir erledigen können, ist Small Big Reactor. Okay, wir brauchen ganz so groß, wenn wir nicht bauen, aber okay. Reactor Casing, Reactor Controller, Reactor Power Tab, Reactor Access Ports und Yellorium Fuel Rods. Da wir eigentlich genügend Yellorium da haben, sollte das kein Problem darstellen. Deswegen Reactor Casings. Aber gehen wir einfach mal in Reactor ein. Weil das ist nämlich auch so ein Teil, wo ich sagen muss, man kann seinen Menschen stellen ein bisschen übertreiben, aber okay, warum nicht? Kohle oder Graphitdust oder Charcoal. Ich hatte doch hier Charcoal rumliegen. Charcoal, da. Na, geht doch wunderbar. So, nehmen wir schon mal Graphit mit. Dann hätte ich mal gesagt, 2 Stacks Eisen. 2 Stacks bitte. Sollten für den Anfang gut sein. Moment. Und dann war hier noch Yellorium. Gut, nehmen wir nochmal einen Stack Yellorium mit. Gut, haben wir. Auf, dass wir zu viel Energie haben werden. Vielleicht. So, Reactor Casing. Geht natürlich wieder nicht mit Shift-Click. Ah, das in die Mitte. Und das drumrum. Verdreht. Wahrscheinlich. Nein. Hallo? Ach, das war Steel. Ach, Gottes Willen. Steel. Na gut. Dann holen wir uns halt ein bisschen Steel. Auch egal. So, Steel haben wir nämlich auch irgendwo hier. LED. Shiny. Steel. 28 Blöcke. Na gut. Dann sind es halt jetzt ein paar Blöcke weniger. Ist auch nicht so wild. Wir haben doch jetzt eine Stahlkuh. Genau.
Stimmt, ich habe da immer noch was im Inventar rumliegen. Jetzt ist natürlich wieder verdreht. Ich habe noch einen Eimer mit Molten Steel, aber na gut. So, dann holen wir uns mal hier noch die restlichen Graphitbars und legen die dann auch nochmal da drum rum. Ich bräuchte noch Graphit. Hast du noch Kohle oder Holzkohle? Cola. Also Kohle haben wir Da auf ist jeden es Fall doch bei. rein. Ja. Na gut. Wollte schon ein bisschen Holzkohle durchjagen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Mach mal ein Stack vielleicht. Ein Stack klingt nach einer brauchbaren Variante. So, dann läuft das schon mal. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal hier ein paar raus. Müssen wir eigentlich bauen, laut dem hier. Laut dem hier, 24, die haben wir schon mal. Gut. Dann brauchen wir noch den Controller. Reactor Controller. Das sind vier, ein Diamant und ein Redstone. Vier. Ein Diamant und Redstone. Wollen wir mal dahinter gehen? Da kann man, glaube ich, mehr brauchen. Und ein Diamant. Na gut, laufen wir wieder zurück. Wir könnten natürlich auch mal ein Crafting Table in die Nähe von dem ganzen Zeugs legen, aber das wäre langweilig. Kann ja jeder. So, Reactor Controller. Na, geht natürlich wieder nicht mit Klick, aber. So. Oh, da fehlt übrigens noch was. So. Deswegen geht wahrscheinlich auch Shift-Klick nicht. So. Klick, klick. Klick und Klick. Ein Controller. Haben wir. Gut. Dann brauchen wir einen Reactor Power Tap. Das sind nochmal 4 und 4 Redstone. Hier. In die Ecken. Und 4 Redstone. Haben wir den Power Tap. Und dann brauchen wir noch den Reactor Access Port. Das sind nochmal 4, ein Piston und eine Chest. Okay. Nochmal 4. Ein Piston. Piston. Cobblestone. Habe ich da in der Tasche. Ja, gut. Man muss es nur sehen. So. Eins, zwei, drei. Das dahin, das dahin. Und dann noch eine Kiste. Wobei ich wahrscheinlich glaube, dass wir das Ganze zweimal haben sollten, oder? Ja, genau, zweimal. Natürlich zweimal. Natürlich zweimal. Na gut. Macht ja auch Sinn mit zweimal. So. Holz hätte man noch genügend da gehabt, aber egal. So, Redstone, Eisen und Cobblestone. Zweiter Piston und dann eine Kiste. Dann haben wir das auch. Und dann brauchen wir jetzt noch den hier. Kiste in die Mitte. Dann brauchen wir hier nochmal einen. Einmal vier. In die Ecken. Die zwei Pistons und dann haben wir den Reactor Access Port zweimal. Und damit haben wir. Nein, wir brauchen noch den Yellowium Fuel Rod. Hier. Haben wir eigentlich alles da, oder? Ja. Mal. Zweimal. Dreimal. So. Yellowium Fuel Rod. Und davon soll man es echt nur einen basteln? Außerdem hat er ja was vergessen. Er hat was vergessen. Ist ja gar nicht gut. Etwas vergessen. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Wir brauchen nämlich noch einen Reactor Control Rod. Ja. Gut. Überbewertet. Ja, genau, wird überbewertet. So. Davon brauchen wir nochmal 4. Und dann brauchen wir noch den Reactor Control Rod. Einen.
So. Haben wir's. Wollen wir uns jetzt wirklich so einen kleinen Big Reactor bauen? Na gut. Wenn es die Aufgabe ist, ne? Dann bauen wir uns halt den kleinsten, den wir bauen können. Das ist der kleinste. Genau, dann kann man hier noch zumachen. Doof. Doof. Kommt man da von hinten noch dran? Nee, kommt man nicht. Hm. Okay. Ach. Mit dir rein aufziehen. Vorsicht, damit gleich ein Loch. Dann. So. Kommen wir wenigstens rein. Oder bauen wir gleich noch einen höheren? Dann fehlt mir wieder was. Dann fehlt mir wieder ein Yellorium Fuel Rod. Ja, können wir noch bauen. Komm, bauen wir sogar zwei groß. Sind wir doch gar nicht mal so. Total überdimensioniert. Ja, völlig überdimensioniert. Völlig überdimensioniert. So. Wir können ihn übrigens noch größer bauen. Also Material hätten wir noch da, aber. So. Zwei. Ja, bauen wir halt zwei hoch. Auch gut. Soll ja keine Rolle spielen. So. Einmal hier hin. Dann hier hochhüpfen. Dann bauen wir. Da noch zumachen. So. Oh nein, ich kann gar nicht noch größer bauen. Hahaha. Okay, dann bauen wir halt mit einem Abstand, ist ja egal. Ist ja schnell abgerissen. Sofern mir alles wieder entgegenfliegt. Welches Problem wir haben, werdet ihr gleich sehen. Aber wir brauchen nämlich eigentlich... Ah, nein. Ein abgestürzt. Keiner abgestürzt, ja, das ist gut. Dann machen wir halt einen Abstand noch rein. So, das Loch wieder zumachen. Das können wir dann danach wieder. So, machen wir einen Abstand. Fangen wir hier an. Genau. So, dann machen wir hier mal das Loch wieder rein. Machen uns das Stüfchen dahin. So. Hübsch. Hübscher kleiner Reaktor. So. Oh. Strahlen von Begeisterung. Ja, ja, ich merke schon. Ne? So. Dann haben wir hier genügend Seiten frei. Vier Stück. Genau. Ich hätte gesagt, den Power-Tab in die Richtung. Den Controller in die Richtung. Den Access-Port in die Richtung. Und den Access-Port in die Richtung. Und wir haben einen Big Reactor in klein. Juhu! Sehr schön. Kleiner geht's nicht mehr. Was hast du da abgerissen? Oder stammt das von mir? Leiter. Nur Leiter. Woher kommen die drei Reactor-Casings? Habe ich die aus Versehen rausgeschmissen? Keine Ahnung. Na, egal. Beste? Egal. So, warum wir so ein bisschen überzeugt sind oder unüberzeugt sind von dem hier? Wir legen jetzt hier einfach mal ein Yellorium Fuel Rod rein. Reicht das schon? Ist er voll? Ne, noch nicht ganz. 25%. Na, dann müssen wir 4 in Summe reinlegen. 2, 3, 4. So, jetzt müsste er voll sein. Oder? Ja. Ja. So, einmal ein voller Core-Fuel-Status. Wenn wir das Ding jetzt anwerfen, schauen wir mal auf die Zahl hier, auf die 0,00 RF pro Tick. So lächerlich.
31.000 RF pro Tick. Ich muss schon wieder ausschalten. So. Da kommt so viel Energie raus. Ich habe jetzt leider ehrlich gesagt unten drunter den Millibuckets per Tick, werde nicht gesehen. Ich glaube, er hatte den Output des Reaktors um Faktor 10 vergrößert, dafür dann den Verbrauch um Faktor 5, glaube ich, vergrößert oder irgend sowas in Richtung. Schauen wir mal. 166, na gut, okay. 166 Millibuckets pro Tick. Ein Barren besteht aus 144 Millibuckets. Naja, das hält eine Zeit lang, hätte ich gesagt. So, da bin ich wieder. Ja, also, wir waren stehen geblieben. Ein Barren besteht aus 144 Millibuckets und 0,1 ein paar zerquetschte Hörer verbraucht. Das heißt, ein Barren hält dann 1400 Ticks. 1400 Ticks sind dann 70 Sekunden. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich glaube ja. Oder sogar noch länger. 144.000, doch müsste 1400 durch 20 Ticks pro Sekunde. Ja doch, also auf jeden Fall, es ist unglaublich, was bei dem Ding rauskommt. Unglaublich. Habt ihr selber gesehen. Über 30.000 RF pro Tick, das ist der Horror. Ja. Ob wir es jetzt gutheißen sollen oder nicht, wir sollten es bauen, wir haben es gebaut. Ja, dann nehmen wir uns nochmal unseren Report. Wir kriegen sogar noch ein bisschen ja. Was haben wir denn? Ein Epic Reward Pack, das kann bloß in die Hose gehen, oder? Zwei Heavy Oxygen Tanks. Naja, ganz so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Naja, gut. Kann man gebrauchen. Ja, ist irgendwie okay. Irgendwie irgendwann. Irgendwann. Wir werden irgendwann reisen müssen, da bin ich mir sicher. Weil das ist auch eines der Großteile dieses Packs, unterschiedliche Welten erkunden. Und von daher finde ich, dass es das gar nicht so schlecht, dass wir es gefunden haben. Ist okay, kann man damit leben. So, das Zeug haben wir jetzt alles weggetragen. Ja. Gut. Boah, jetzt habe ich ehrlich gesagt den Überblick verloren, wie weit wir es hier in der Zeit schon sind. Aber ich denke, wir sind weit genug gekommen. Hätte ich es gesagt, oder? Ja, doch, das passt. Deswegen machen wir an der Stelle auch schon wieder Schluss. Haben ja in wahnsinniger Kleinstarbeit einen Big Reactor in klein aufgebaut. Mit unglaublichem Output. Na gut. Aber es gibt noch eine andere Methode, die ich euch demnächst mal zeigen werde, oder wir euch demnächst zeigen werden, wie ihr zu null Kosten zu 1000 RF kommen könnt. Coole Geschichte. Oh Gott, in den Big Reactor reingehen, das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Jo, ansonsten bleiben mir nur noch zwei Sachen. Erstens, immer daran denken, wir kriegen das gebacken. Und zum anderen, habt noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.